Moin moin Leute, hier ist Johnny von SOL. Moin moin, Rico hier. Ich bin der Schlagzeuger von Science of Logic. Heute steht an Gig in der Fellfresse in Wismar, wo heute das Warm-up für das Hirode Open Air stattfindet. Ich befinde mich gerade noch zu Hause, beziehungsweise bin gerade ins Auto gestiegen. Und ich mache mich jetzt auf den Weg in den Proberaum, wo ich gleich die anderen drei treffe. Und dann werden wir mal die Autos vollladen und dann ab nach Wismar fahren. Wir haben heute das Vergnügen, mit Trail of Blood und Stroking Breeze zu spielen, diesen Gig. Wir sind Band Nummer 2. So, kurzer Zwischenstopp bei der Tankstelle, noch schnell was sippen holen. Dann gucken wir mal einmal nach hinten. An dieser Stelle schönen Dank an meinen Schwager, der uns dieses schöne große Auto zur Verfügung gestellt hat. Und weiter geht's. So wie es aussieht, komme ich nämlich schon wieder mal zu spät. Ich muss tatsächlich vorher Tiger abholen. Und ich stehe bei bestem Wetter irgendwo in Schwerin. Lena ist auch dabei. Sag mal hallo. Hallo. Und da sind sie auch schon. Nahtloser Übergang in die Teike Cam. Geil, mal, lass mal filmen. Gegenseitiges Film. Gegenseitiges Film. Hey, wow. Ja, moin. Was geht? Grüß dich. Na? Hallo, Pam. Hallo. Na? Hallo, Auto. Ihr habt Gepäck? Ja, ein Rucksack hier. Rein damit hier. So, jetzt hast du es auf Band, dass ich auf der richtigen Linksabbiegerspur stehe. Scheiße! Er macht das, was Deutschland nicht gemacht hat. Er schafft's. Grün! Gleich auf weiter Flur. Geht's los. Herzlich willkommen hier beim Science of Logic Konzert Vlog. Vlog. Ich muss erstmal ein bisschen Proviant, Material besorgen. Johnny! Johnny Max, der erste Mann vor Ort heute. Da steht's auch. Mustang. Ah, dieser Boogie. Gespielt über meine 1984er Gibson Explorer. In geil. Made by ESP, ne? Made by ESP, gekauft bei Fender. The Lost in Translation. Der Johnny ist high. Wir sind die Träger von Tickets Passbox. Die ist gar nicht so schwer. Harley Benton. Ein Erlebnis für Jung und Alt. Wir suchen dich. Du bist über 18, motiviert, hast keine Freundinnen und kein Leben. Dann bist du der optimale Backliner für Science of Logic. Guck mal, der Rico, was geht? Hallo, Fanny. Hallo. Na? Wow. Oh, guck's dir an. Eine Pracht vor deinem Auto. Sag mal was. Hallo. Sag mal was. Wer bist denn du? Hab ich schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja. Trommle. Wer ist ein Trommle? Trommle. Kennt ihr auch dieses Duracell-Häschen von damals? Was? Ding, 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 ding. Das war er. Bis zum Gig wird's noch besser. Hau ab! Schön durch die Haare. Richtung Stralsund, B189 zwischen Kubier und Großkrankow in Richtung Perleberg. Hast du eigentlich Führerschein? Ja. Echt? Ja. Willst du mit? So, Freunde. Okay. Geradeaus. Ich glaube, wir müssen nach links jetzt. Hier? Hier ist das links, genau hier da ist das. Hier ist das links. Hier geradeaus kannst du reinparken. Was? Ja, da kannst du reinparken. Oh, Alter. Der Wind, Alter. Scheiß Wind, Junge. Heute feiern wir ein Déjà-vu auf dieser Bühne. Also wir beide feiern. Ja, nur wir beide. Ähnliche Songs, aber ganz andere Band. Merkwürdig. Und anderer Drummer. Und anderer Bassist vorne. Ja, so läuft das hier bei der Maschinerie. Ja. Man tauscht einfach mal die halbe Band. Und nächstes Jahr sind wieder neue da. Fliegt einer nach dem anderen raus.
Zop. Dokument hier. Ja, ist der Kevin. Romantik. Schneiden wir raus. Das ist der Flo. Ja. Von vorher soll er. Kaffeeschmeißen. Bierpuppaburimus. Bierpuppaburimus. Wollen wir die Backdrops schon aufhängen, bevor das Schlagzeug steht? Du wirst gerade lachen, wir haben nicht mal einen Backdrop. Achso, okay, alles klar. Aber können wir gerne machen, ja. Klar. Also. Habt ihr einen Backdrop? Hier. Na, ich kenne das. Das gute Yamaha MG124C. Erzähl uns mal was für diesem Prachtstück. Wir haben zwei Auxe, zwei Monitorwege sind möglich und da hört es auch schon auf. Man könnte über den Group Fader auch noch was rausschicken. Check, check, one, two, check, check, check. Lass mich aber nicht mit aufkriegen. Oder mich muss rausschneiden. Komm, mach nochmal einen auf Matroschka. So geh ich nachher auf die Bühne. Kannst aber wissen. Ja, Rückweg aus Wismar, aus der Feldfresse. Geile Nummer gewesen, Spaß gehabt, war es noch nicht. Die Masse an Leuten da, aber die da waren, hatten Spaß. Jetzt geht's in die Notaufnahme. Wegen dem da, der einen Stopfen im Ohr drin hat, ihn ist der Klick wortwörtlich im Ohr stecken geblieben. Warten auf Rico. Rico weg, Stopfen noch drinne. Mal gucken. Ist draußen? Wir haben ihn gerettet. Mit der Pipette hier, Pinzette oder was? Mit zwei sogar, schön rausoperiert. Nicht so einfach. Geil. Rico ist wieder heil.